Icon! Fabel next week! Icona, Icona! Moin, Meister, Alter. Yo, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Ja, Freunde, und heute gibt es mal wieder seit, ich glaube, 4 oder 5 Wochen ein FIFA-Video von mir. Ich habe am Wochenende wieder die Wochenendliga gezockt. Ich habe Rang 2 geholt und ich habe mit riesengroßem Abstand die besten Rewards gehabt, die ich in FIFA 22 bisher gezogen habe. Ich hoffe, das kann ich dieses Jahr irgendwann noch toppen. Ja, wir haben in den Player Picks den besten Spieler aus dem Team of the Week gezogen und wir haben direkt eine Prime Icon gezogen. Die Prime Icons sind ja jetzt seit letztem Freitag erst in den Packs zu ziehen und wir haben direkt, ja, eine ganz gute Karte gezogen, die ordentlich Münzen gebracht hat. Ja, dazu gab es dann noch auf meiner PlayStation 5, auf meiner RTG, das Next Generation Pack. Das hat auch geschallert, also... Ja, wird ein Video mit viel, viel, viel Packluck. Ich hoffe, es gefällt euch, meine Freunde. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da. Und dann wird es am Wochenende auf jeden Fall auch wieder ein FC-Video geben, meine Freunde. Ja, ich würde sagen, wir starten mit den Packs. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wir gehen rein. Let's go. Next Generation Spieler können wir ziehen, weil das Pack ändert sich ja nicht. Oh, jawohl, es geht weiter, Digga, es geht einfach weiter. Wir ziehen Mbappé auf der PS5. Let's go. Geil. Geil, geil, geil. Den werden wir sogar spielen. Den werden wir spielen, Freunde. So, Freunde, gucken wir mal, was wir für einen Schmutz ziehen. Vera, ich grüße dich. Ich hoffe, dass das heute ganz oft läuft. So, ich weiß gar nicht, wer im Team of the Week ist. Ob es überhaupt irgendeinen guten gibt. Komm, ein Dicker auf Ehre. Für Sven. Ja, komm, nehmen wir mal Vlahovic. Und... Oh, Sterling, Alter, lol. Gar nicht gesehen. Geil, Alter. Let's go. Wir haben den teuersten aus dem aktuellen Team der Woche bekommen. Oha, Digga. Krank. Da ist was dran. Nee, also Dortmund. Oh, Workout. Busquets nur. Aber ist egal. Nehmen wir trotzdem mit. Die Bayern, die lachen sich doch wieder kaputt, ey. So, Freunde, dann würde ich sagen, 100k Pack, jetzt muss was kommen. Icon! Let's go, Alter! Ja, Mann! Marco van Basten! Let's go! Ja, Mann! Ich meine, Holland hätte viel krassere sein können, aber scheißegal, nehmen wir mit. Scheißegal, nehmen wir mit. Fucking van Basten, let's go, man. Was der Mann wert? 750.000. 750.000. Den bieten wir jetzt auch direkt an. Let's go, ey. Marco van Basten. War der nicht sogar mal Weltfußballer? Ich glaube, ja, oder? Hm? Ja, war er. Das war er. By the way, in meinem Geburtsjahr 1993. Props gehen raus an Marco van Basten. Ja, Freunde, wir ziehen 2 Tage nachdem die Prime Icons in den Packs sind, eine Prime Icon und zwar jetzt nicht die allerkrasseste, aber zumindest vom Preis her eine richtig, richtig gute und das war einfach,
Es war einfach geisteskrank, Freunde. Was soll ich euch sagen? Es war einfach geil. Ich hoffe, dieses kurze Best-of hat euch gefallen. Ich werde jetzt das Laufen der Icon-Swaps, wenn dann die nächsten neuen Tokens kommen, werde ich auch von Freunden Packs öffnen. Dann wird es da auch nochmal breitere Best-of geben mit vielen verschiedenen Icon-Packs und 25-mal-Packs. Ja, Freunde, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabio ist raus, haut da rein und ciao. We'll be right back.